Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge hier von Production Line auf MicroHazard TV. Ich bin der Eisdragon und begrüße euch ganz herzlich hier zurück auf unserem kleinen Kanal. So, wir haben jetzt endlich unsere Benzintankherstellung hier wirklich jetzt auch effektiv am Laufen. Ja, und hier werden Benzintanks hergestellt, auch wenn man das nicht wirklich sehen kann, weil die stehen alle nur rum. Hier kann man auch nicht viel machen, außer diese prädiktive Nachschubkontrolle. Ich weiß nicht so recht, was das bringt, aber kann man jedenfalls machen. Hier kommt mal wieder Stahl rein, wie ihr seht. Und da werden Tanks hergestellt und entsprechend auch exportiert. Haben wir hier unten unsere kleine Herstellung. Immer wieder mal läuft ein Tank raus. Das ist natürlich der Punkt, dass jetzt schon wieder die Produktionsstraßen hier zu langsam sind, denn hier ist ja alle 23 Minuten Minimum und das Ding braucht sogar 34 Minuten, also alle 34 Minuten kommt hier ein Auto raus. Da müssen wir nochmal Abhilfe schaffen. Könnte natürlich noch eine dritte Produktionsstraße daneben setzen, ne? Warte mal, das ist, hier ist Karosserie, ne? Ja, das wäre dann Karosseriemontage nochmal. Da fehlt uns das Geld für weitere Sachen. Das nächste wäre jetzt die Lackierung. Dann müssen wir erstmal warten, bis ein paar Autos wieder weg sind. Hier, diesen Lüfter meine ich, den großen hier. So, der Stromverbrauch steigt. Stopp. Sonst geht es mir das Geld flöten. Jetzt haben wir drei Kredite am Laufen. Motormontage. Vorderbänder. Keine Verbindung zum Lager. Das brauchen wir natürlich auch noch. So, wenn wir jetzt alles das Geld ausgeht, dann war's das. Dann haben wir nämlich, wir können jetzt keinen Kredit mehr aufnehmen. Wir haben alle drei Kredite aufgenommen. Die laufen alle auch noch. Jetzt müssen wir echt wieder Autos verkaufen. Gut, einer ist wieder weg. Sehr gut. Mir fehlt Material. In der Karosseriemontage. Ja, der Zulieferer ist jetzt ein bisschen überfordert, weil er hier alle auf einmal gerade neu beliefern muss. Und unser Strom ist so weit gestiegen, dass wir schon nicht mehr uns selbst mit Strom versorgen können. Aber wir haben jetzt drei Produktionsstraßen bereits. Das heißt, wir können jetzt im Durchschnitt gesehen alle 11 bis 12 Minuten, alle 11,5 Minuten ein Auto hier rausschieben. So, etwa. So, wir haben Motorspezialisierung fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das könnten wir natürlich im Bereich Motor, nämlich auch hier. Dann können wir gucken, Motormontage, das können wir hier alles einzeln machen. Ne? Die Antriebsmontage, da können wir jetzt auch selber unsere Antriebe herstellen. Wir können dann die Kühlermontage selbstständig machen. Wir können dann die Auspuffmontage machen. Reifenmontage, wo dann nochmal extra Bremsenmontage, Felgenmontage und nochmal die Reifenmontage separat sind. Und die Lenkstangenmontage, das können wir dann alles einzeln machen. Ne? Seht ihr hier, Lenkstange zum Beispiel, ne? Hier ist dann, Reifen können wir gerade nicht, haben wir das Geld nicht, aber hier ist Auspuff, Kühler, braucht zwar mehr Platz, aber dadurch können wir mehr auf einmal machen. Wir können in kürzerer Zeit, hören wir mal, 2 Minuten 45, 3 Minuten 12, 3 Minuten 6 Minuten, 7 Minuten. Okay, aktuell ist die Lenkstangenmontage immer noch, die Lenksäulenmontage immer noch die längste. Hier können wir aber noch runtergehen,
auf Lenksäule und Lenkrad separat. Das heißt, ja, Lenkrad dauert 5 Minuten, aber wir könnten alle 5 Minuten dann Auto rausschieben im Endeffekt. Ein bisschen aufs Geld gucken gerade, ne? Hier ist nochmal Bremsenmontage, 2 Minuten, also alles. Also für alle 6 Minuten aktuell ist das längste, ne? Ne, Lenkstangenmontage, 7 Minuten könnte man ein Auto rausschieben, was jetzt natürlich hier insgesamt knapp 23 Minuten dauert. Klar, die Produktionszeit ist natürlich dieselbe. Es dauert trotzdem 23 Minuten, ne? Der Punkt ist nur, dass es ja einfach genauso lange dauert zwar, aber dadurch, dass es halt auf mehrere Stationen verteilt ist, bekommt ihr öfter ein Auto rausgeschoben. Das teilt sich ja auf alle Bereiche, sag ich mal. So, hier fehlt Nachschub. Der kommt nicht hinterher hier mit Karosserieteilen liefern. Wir machen jetzt den Felgenspezialisten als nächste Forschung. Hier müssen wir mal gucken. Lackspezialisierung. Ich würde dann gerne mal in Technologien investieren. Was nehmen wir denn da? Anti-Blockiersystem? Ja. Felgenspezialisierung machen wir ja gerade. Dann will ich mal ABS erforschen. Ich will auch nicht mal eine Technik haben, die ich einbauen kann in die Fahrzeuge. Und ich glaube, Technik. ABS hat noch keiner, oder? Nein. ABS hat noch keiner. Der Luxusklasse ist das adaptive Kurvenlicht schon Standard. Bei der Kompaktklasse, ne, was haben wir denn? Mittelklasse? Ne, Kompaktklasse, ne? Wie, wir sind Konkurs. Okay, wir sind nicht Konkurs, wir laden das Spiel jetzt einfach neu. Das ist schon eine Weile her, das mit dem Laden. Okay. Hat er lange nicht gespeichert. Hatten wir gerade erst hinten umgebaut, ne? Ja. Keine Lagerverbindung. Das frisst natürlich wahnsinnig viel Geld hier. Ich glaube, das muss noch warten. So blöd das jetzt auch ist, aber das muss noch warten. Da haben wir kein Geld für. Kein Geld für. So, nach den Felgen wollten wir dennoch das ABS machen. Hier muss ich noch was wegreißen. Brauchen wir mehr Geld erstmal. Also jetzt kommen die Tanks jetzt wesentlich aus unserem eigenen Lager. Da wollen wir einfach mal eben kurz pleite nebenbei. Also Fahrwerk haben wir uns jetzt schon mal drauf spezialisiert auf jeden Fall. Jetzt machen wir Motor spezialisieren, das wieder in der ganze Block hin nämlich. Genau, den kriegen wir jetzt gerade wieder. Macht natürlich Sinn, einen Bereich erstmal komplett zu erforschen. Wir haben Limousine Kompaktklasse. Eigentlich ist hier vorne das, was so die anderen Hersteller aktuell alle machen, die ganze Luxusklasse. Wir machen ja Kompaktklasse. Total Market Share 12%. Showroom Customers per Hour 150. Wir haben Kompetitiveness, das sagt mir nichts gerade. Kompetenz des Automarkts, keine Ahnung, 9%. Wir haben einen totalen Marktanteil von 2,67%. Nicht gerade viel.
Aber müssen wir durch. Der Wert fällt immer weiter, weil das Auto schon veraltet ist. Müssten wir neue Technik einbauen, ABS zum Beispiel. Was denn hier, ne? Elektronik, was kommt denn hier alles rein? Entertainment System, Premium Music, Spracherkennung, GPS, Navigation, Bluetooth, Telefonunterstützung. Okay, so ein bisschen was halt. Ihr seht, der Zulieferer ist hier maßlos überfordert schon. Der kann gar nicht mehr. Ich glaube, der könnte in der dritten Produktionsstraße gar nicht mehr überliefern. Da müssten wir, glaube ich, echt schon einen weiteren Zulieferer zuholen. Damit er da noch beliefern kann. Das ist ein Showroom. Wir forschen jetzt an Felgenspezialisierung, genau. Motor hätten wir jetzt schon. Und dann können wir, wie gesagt, hier alles jetzt theoretisch uns nochmal angucken. Beim Motor hat die Antriebsmontage und da können wir natürlich die Antriebe selber herstellen. Das ist jetzt normal. Dann gibt es auch noch einen Hybridantrieb, den wir herstellen könnten. Dann gibt es den Kühler. Dann gibt es natürlich den Auspuff, können wir alles selber herstellen. Theoretisch dann. Reifen, hier ist natürlich dann die Bremsen, Felgen und Reifenmontage nochmal selber, ne? Da können wir natürlich auch dann entsprechend nochmal produzieren. Natürlich ist jetzt natürlich das Gesamtpaket hier oben günstiger vom Preis her, weil es 40.320 sind. Allerdings, weiß gar nicht, Strom, sind wir bei fast 500, 300, 480, 495, ne, der Strom nützt dir, der springt und bringt nichts, der Strom ist derselbe. Der Stromverbrauch, aber die Gesamtkosten natürlich geringer, aber wir haben weniger Arbeitszeit. Denn ich kriege hier alle 2 Minuten ein Auto raus und hier kriege ich alle 6,5 Minuten ein Auto raus. Das ist natürlich Unterschied. Ne? Da geht es ja nur um die Zeiteffizienz quasi. Lenkstangen, klar können wir Lenksäule und Lenkrad nochmal separat machen. Weil der macht jetzt Lenksäule und Lenkrad zum Beispiel und der will dann Lenksäule einmal machen und dann im zweiten Schritt dann Lenkradmontage. Ja, da müssen wir mal gucken. Zubehör, klar, gibt es natürlich auch Scheinwerfermontage separat. Hupen, Sitze, Frontscheibe, Klimaanlage, Armaturenbrettmontage. Kann man alles einzeln machen. Das ist eine schöne lange Produktionsstraße. Da müssen wir erstmal hinkommen. Und das dann auch mal gut zu planen, ne, dass man das gut durchlaufen lässt. Hier kommt jetzt, wie gesagt, alle 4 Minuten ein Auto raus. Was man noch beschleunigen könnte, wenn man hier, wie gesagt, also auf knapp 3 Minuten runterbringen könnte. Alle 3 Minuten, das wäre schon was. Ne? Wie viele Kredite haben wir jetzt? 1 oder 2? Alle 3 haben wir hier auch schon trotzdem. Die sollte man nämlich erstmal loswerden. Die laufen allerdings noch so lange. Zeitbeschleunigung. Ach, Leertaste ist Pause. Ah. 1, 2, 3 sind die Geschwindigkeit und Leertaste ist Pause. Okay. Okay. Gut zu wissen. Kraftwerke hier unten. Hat die nicht mal ein Upgrade gehabt eigentlich? Verschollen das Upgrade dafür. Ja, der hat nichts zu tun hier, der chillt hier so ein bisschen mit seinen Tanks. Hey, warum kam der Tank da gerade vom Importierer? Wir hätten das näher dran bauen sollen. Hier oben irgendwo. Ist da was? Was machen wir jetzt noch?
So. Reißen wir hier ein bisschen was weg wieder. Kriegen wir ja sogar ein bisschen Geld wieder. Machen wir das nämlich hier oben jetzt gleich. So, Fahrgestell, Benzintank, Herstellung. Schön die Ecke schieben hier mit rein. So, Förderleitung. So, Start bestellt. Kommt der Stahl auch schon? Achso, hier haben wir ja keine. Hier geht es ja nicht lang, der muss ja hier lang fahren. So, jetzt kann er produzieren. Oh, die Stromkosten. Der Strom übersteigt unsere Anlage. So, haben wir nochmal Strom wieder aufgestockt. Machen wir später auch in irgendeinem Anbau hier oder so, irgendwo seitlich mehr. Und meinen eigenen Strom produzieren. Und vor allem meine eigenen Tanks. Weil wenn ich so eine Anlage habe, dann will ich natürlich auch, dass die Tanks hier möglichst alle darüber laufen. So, Felgenspezialisierung ist abgeschlossen. Und jetzt soll er mir das AB... Gibt nicht, warum nicht? Achso, wir müssen natürlich erst das Gefahrenabwehrsysteme erforschen und dann Antiblockiersystem. Gehen wir erstmal in die Gefahrenabwehr nämlich rein. Können wir alles mögliche hier mit Felgenspezialisierung, können wir nämlich ganz viel hier machen. In dem Bereich. Das brauchen wir nur noch Zubehörspezialisierung oder Karosserierahmen, aber mit Felgen können wir schon mal viel machen in der Richtung hier. Stellt das für die Tanks her. Immer wieder Stahl bestellt. Seht ihr, wieder Stahl eingekauft. Ein bisschen beobachten, ob die Tanks wirklich hier von unserem Teil kommen oder ob die vom Zulieferer immer noch kommen. Ah, da geht ein Tank von uns raus, okay. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Folge ist schon wieder zu Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen da lassen. Ne? Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Hoffen, ihr hattet Spaß und sagen ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss.